Willkommen zum Saisonbeginn 2028-29 mit Werder Bremen. Wir sind natürlich nicht international dabei. Die beiden Münchner Clubs sind in der Champions League. Dortmund und Stuttgart auch. Leipzig, Hamburg und Hoffenheim in der Euroleague dabei. Ja, schauen wir mal, wie es uns bei Bremen so ergeht. Budgetverhandlungen. 147 Millionen haben wir zur Verfügung. 14 Millionen von Sponsoren. 30 Millionen allein für Transfers. Aber ich würde von der Infrastruktur ein bisschen was runternehmen. Was in die Gehälter stecken. Da brauchen wir Geld. Nicht-Abstieg ist Ziel und dritte Runde DFB-Pokal. Das sollte doch machbar sein. Erster Arbeitstag bei Werder Bremen. Wir beginnen eine neue Herausforderung. Ich bin schon ganz gespannt auf den Kader. Ja, womit fange ich an? Haben die sogar schon Jugendcamps? Tatsächlich, in Tschechien haben sie eins. Gut, fangen wir mit den Scouts an. Scouts, so eine Aufgabe. Soll ich die rausschmeißen und da bessere verholen? Könnte ich eigentlich machen. Hier, das haben wir noch, das System. Das lassen wir einfach so eingestellt. Ja, den 79er hier zum Beispiel, Philipp Bargfried, das ist so ein Ex-Spieler. Den behalten wir, der wird Jugendscout. Aber hier den Michael Vollmershausen, den entlassen wir mal. Und dann gucken wir erstmal, ob wir da einen besseren Mitarbeiter für finden. Moment. Mitarbeiter, Scouts. Ja, das sieht doch ganz so aus, als ob wir da bessere finden. Martin Stoll würde ich da gern holen. Ja, dann entlassen wir nochmal eben die sämtlichen Scouts und holen uns bessere. Wenn da so viele 90er dabei sind. Bargfried darf bleiben, der Rest geht. Dann gehen wir zu den Jugendscouts. Probetraining abhalten. Lassen wir uns nicht Scouts übernehmen. Holzplatz können wir einweihen. Sponsoren. Und das muss auch der Scout machen. Jo, das hätten wir erledigt. Dann gehen wir jetzt zu den Mitarbeitern. Gucken wir mal, was wir überhaupt für Mitarbeiter haben. Der ist zu schwach. Den lassen wir rauswerfen. 99er, Gößling oder Martin Heck? Nehmen wir da. Jerome Boateng als Co-Trainer. Wie geil ist das denn? Ist aber einigermaßen günstig, Boateng. Toni Kroos. Boateng und Kroos als Trainer. Das ist geil, das machen wir. Wolf Meier fliegt raus. Wir wollen uns noch Kroos. Moment. Wo ist er? Toni Kroos. Das finde ich gut. Boateng und Kroos als Co-Trainer. Jawohl. Amateurtrainer brauchen wir auch noch. Was gibt's denn da? Materazzo. Dann holen wir uns doch Materazzo. Deswegen brauche ich nämlich das viele Gehalt. Wir müssen das erstmal hier professionell aufstellen. Besten Leute holen. Triebel entlassen wir auch und holen dafür was Besseres. Ja, den Peter Hyballa ist sensationell. Ich glaube, den hat 60 Grad entlassen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, den hatten wir damals. Ich hoffe, die fallen nicht zu sehr auseinander. Fitnesstrainer können wir auch noch einen neuen gebrauchen. Genauso wie ein Torwarttrainer. Komm, da gibt es bessere. Ich hoffe jetzt einfach mal. Lockhoff oder? Der Bartlett hier, der ist gut. Den nehmen wir noch mit. So, das ist gut. Dann brauchen wir noch einen Torwarttrainer. Hensler. Ah, nehmen wir doch den Hensler. Simon Hensler. Sehr gut. Mannschaftsarzt brauchen wir auch einen neuen. 99er Gerrit Reinhardt. Ja, der wird nicht mehr so. Der wird danach aufhören. Mal gucken, ob wir so lang bleiben. Spezialarzt Knie brauchen wir nicht. Geschäftsführer entlassen wir auch. Da holen wir uns einen besseren. Mario Rummel holen wir uns da. Oder Schnippers. Schnippers können wir auch mal. Verhandlungsführung ist ja gut. Ja. Wir holen uns den Stefan. Der kostet auch einen Haufen Geld. Aber das macht nichts.
So, Geschäftsführer. Marketingmanager darf bleiben. Der ist gut genug. Das ist okay. Der Echo-Bauleiter. Ich glaube, da macht es auch nicht den Riesenunterschied. Aber Sportdirektor, da möchte ich noch einen anderen haben. Ja, Peters. Rudolf Völler. Wollen wir den Rudi holen? Oder Hübner. Peters ist natürlich... Jörg Jakobs holen wir mal. Der ist noch jünger. Der macht das noch ein bisschen länger. Bobic habe ich keine Lust. Und Zorc erst recht nicht. Gut. Fanbeauftragter ist nicht so wichtig. Pressesprecher auch nicht. Rechtsanwalt. Ist schon richtig gut. Dann gucken wir noch mal ein paar tollen Scouts. Gucken wir mal nach England. Vielleicht gibt es da ein paar... Ja, da gibt es noch 99er. Sehr gut. Paul Mitchell. Noch 2,98. Ja, komm, die nehmen wir auch noch beide, wenn es geht. Wenn das noch passt, nehmen wir die auch noch dazu. Jim Lau. Ah, das geht auch noch. Was? Nee, nicht Muskeln. Verdammt. Das soll Scout werden. Na gut, müssen wir gleich gucken. So, was als nächstes? Training, natürlich. Training, Training, Training. Fitnessexperten, Mentaltrainer. Langfristig, Trainingseinstellung laden. Nehmen wir die Champions League-Einstellung. Trainingsgruppen. Ah, wir haben mit keinem Co-Trainer. Haben wir nur eine Gruppe. Trainingsumfang müssen wir noch umstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Machen wir hier auf 100 und da auf 80. Ich glaube, das war falsch. Aber wir machen hier auf 80 und da auf 70. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so 20 und sowas war. Machen wir es mal so. Hab jetzt gerade keine Lust, extra nachzugucken. Gut. Teamdynamik kann ich dann auch machen später. Gehen wir erstmal in den Kalender. Zwei Trainingslager wollen wir machen. Eins hier in England. Eins auf Sylt. Fürs Teamwork. Dann machen wir noch einen Jugendtag. Was? Nee, aber hier können wir gleich den Sponsorentag eintagen, das ist richtig. Dann fangen wir halt hinten an. Saisonabschlussfeier. Die Spielerauszeichnung. Machen wir es halt rückwärts, auch egal. Fanclub-Treffen. Die Weihnachtsfeier. Das ist unser erstes Spiel im Pokal gegen Rot-Weiß Erfurt. Dann machen wir da die Saisoneröffnung. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Freundschaftsspiele hinkriegen. Gegen Russell Rosham oder Mudford? Mudford. Hier. Gegen Sowerby? Weiß nicht, wie man es ausspricht. Grönbach, unser Lieblingsgegner. Mit 60. Dann gucken wir hier am Freitag nochmal, ob wir da noch ein Testspiel hinkriegen. Zweimal gegen Grönbach ist auch langweilig. Hey, Kickers könnten wir. Ja, komm, machen wir gegen die Kickers da ein Trainingsspiel. Stimmung ist total im Eimer, da müssen wir dringend was tun. Helfen natürlich gute Spiele für. Gut. Laktattest habe ich ganz vergessen, oder? Ja. Machen wir den da. Gut, kommen wir zur Taktik. Die lassen wir natürlich nicht so eingestellt. Nehmen wir. Oh, die wollte ich nochmal aufräumen. Ich glaube, das ist die. Achso, da fehlen uns die Spieler, okay. Aber ich meine, ja, das passt. Ah, das mache ich jetzt alles aus dem Kopf, die Einstellung. Ist schon wieder ein bisschen her. Ich meine, das war 50. Abstöße war, glaube ich, auch weit. Ja. Okay. Ja, nehmen wir uns die Aufstellung mal vor. Gucken wir mal. Wer sich wofür eignet. Ich würde sagen, wir sortieren mal nach Stärke. Grillitsch. Kommt mal ins defensive Mittelfeld. Okay, das ist dann nicht seine Stärke. Hier ein Jopek als Stürmer.
Linken Verteidiger. Rechts außen. Innenverteidiger. Rechten Verteidiger. Dann gucken wir mal hier, wer da besser defensiv im Mittelfeld ist. Das sieht schon besser aus. Ein Ego können wir vielleicht sogar verkaufen. Dunkel noch auf die Bank. Dann wäre hier links außen. Zweiten Innenverteidiger. Eine hängende Spitze fehlt noch. Kann der das? Geht so. Der Kader ist ja echt übel. Nehmen wir Haier als Torwart auf die Bank und den schicken wir schon mal runter in die zweite. Oh, ein Innenverteidiger. Nehmen wir den auf die Bank. Und Hartig könnten wir noch raufbringen. Stürmer fehlen uns vor allem noch. Der Lukas hier, der bringt's nicht. Und der muss auch erstmal... Boah, sind die schlecht, die Bremer. Tun wir die erstmal auf die Bank, aber... Gut ist was anderes. Ja, Stürmer brauchen wir. Hängende Spitze am besten und defensive Mittelfeldspieler. Dafür können wir hier zum Beispiel ihn hier... versuchen zu verkaufen, wenn das geht. 26, ja, schauen wir mal. Gucken wir erstmal in die Ersatzmannschaft. Stellen da auch die andere Taktik ein. Da können wir eigentlich auch noch richtig einstellen eben. Eben schnell. Moment. Waren hier eigentlich beide ausgewählt? Ja. Gut. Ja, hier die Aufstellung kann dann der Co-Trainer machen, wenn er denn da ist. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen, der uns weiterhilft in der ersten Mannschaft. Und das kann ja noch lustig werden. Gut, wir brauchen jetzt erstmal... Erste Priorität haben die neuen Trainer, die können dann die Aufstellung vornehmen, muss ich das jetzt nicht alles gleich machen. Das passiert ja größtenteils automatisch dann. Hier schmeißen wir noch ein paar raus. Aber wie radikal will ich vorgehen? Die werde ich eh nicht einsetzen, also können die eigentlich auch raus. Gut, dann schmeiße ich die alle raus. Ich hoffe einfach mal auf bessere Jugendspieler. Da sind wir jetzt natürlich von 60 total verwöhnt. Vielleicht können wir ja ein paar ausleihen aus der zweiten Mannschaft von 60, ein paar defensive Mittelfeldspieler. Möglich ist das ja. Na komm, den setzen wir da noch hin. Trainingslager machen wir noch aus. Gut, hätten wir das schon mal erledigt. Teamdynamik mache ich noch. Ja, wir müssen hier dringendst. Also ein Team in Matrix wollte ich nicht. Da. Ja, Führungsspieler scheinen wir auch nicht so viele zu haben. Dann gehen wir nochmal schnell hier rein und gucken, ob wir irgendwo noch einen Dolmetscher brauchen. Okay, das Problem haben wir schon mal nicht. Und dann will ich noch gucken, Führungsspieler, haben wir da welche? Da, einen. Na, Abwehr, Samuel. Auch der Einzige. Hm. Okay, der muss den Laden dann zusammenhalten. Aber Torwart ist gut. Ist richtig gut. Dann der rechte Verteidiger ist auch gut. Links hinten sind wir auch gut besetzt. Rechts außen, links außen reicht erstmal für die erste Liga. Sturm Jopek ist auch, oder Jopek ist auch gut. Aber rechte Verteidigerposition ist am besten besetzt. Was uns wirklich fehlt, Ego brauchen wir nicht. Ich möchte erstmal mit dem System weiterspielen, das ist einfach am stabilsten. Ja, Marvin Ego. 6 Millionen. Ist er wert. Da können wir nochmal was einnehmen. Wenn wir die beiden verkaufen. Sollte ich vielleicht tun. Die beiden verkaufen und dafür versuchen, defensive Mittelfeldspieler zu kriegen. Also Grillitsch. Schwierig. Offensives Mittelfeld kann der wahrscheinlich auch nicht. Hängespitze meine ich. Könnten wir eigentlich auch noch verkaufen. Das sind auch nochmal 6 Millionen. Und jede Menge Gehalt, es frei wird.
Aber der ist gerade erst gekommen. Mist. Ja gut, da müssen wir Grilich behalten. Was ist mit Andreas? Dem können wir das vielleicht noch beibringen. Oder wird nicht besser. Ist auch 5 Millionen wert. Gut. Dann kümmern wir uns erstmal hier drum. Die Reserve. Die Reserve. So. Transferstatus. 6 Millionen wollen wir schon dafür haben. 10 wären toll. Dann bieten wir den mal an. Wahrscheinlich ist er zu teuer. Ich versuche es erstmal über einen Spieleragenten. Bei Hartig gehen wir mal ein bisschen niedriger ran. 800 bis 1 Million. Wieder anbieten, machen wir einfach mal gleich über die Agentur. So, müssen wir Verträge dringend verlängern? Nee, bisher nicht. Mannschaft hatten wir jetzt keinen, der uns weiterhilft direkt? Nein. Gut, dann müssen wir am Transfermarkt schauen. Ach, vorher, bevor ich es vergesse, gehen wir mal hier rein und machen die Mitgliederkampagne. Wichtig. Gibt immer schön neue Mitglieder. Ja, die restlichen zwei würde ich dann tatsächlich in die Transfers stecken. Vielleicht vorher noch eine Budgetänderung und bei der Infrastruktur was rausnehmen. So, und dann gucken wir in die Transfers rein. Welche gibt's da? Machen wir mal. Na, Leipzig nicht. Suche. Wir brauchen jetzt erstmal defensive Mittelfeldspieler, nur beste Position. Gucken wir mal, was sich da so anzeigen lässt. Also von 60 sehen wir da schon mal keine. Aber das macht ja nichts. Der Murat hier zum Beispiel von Braunschweig. Der wäre einer für uns. Markus Keil könnten wir uns leisten. Weil der ist schon Entwicklungsstufe weiter eigentlich. Wie ist es denn mit Cambiasso hier? Das ist auch schon 7 Millionen. Ich würde gern so also um die 5 bleiben. Da ist der Murat hier schon ideal. Und Erlberg hier, Alexander. Ah, der schwachen Nerven, das mag ich nicht so unbedingt. Aber Murat würde ich gern holen. 700.000 sogar nur. Na dann. Zack. Dann könnte man noch zu 60 gucken. Bevor uns da noch ein paar Spieler ausleihen können aus dem zweiten Team. Zum Beispiel. Wir brauchen ja eine hängende Spitze, ne? Milner. Der will nicht. Hier, der Winter, der war auch gut. Der macht das sogar mit 4,5 Millionen Gehalt. Eine Leihgebühr von... Ah, das ist schon ganz schön teuer. Aber der wird uns weiterhelfen. Wir bilden halt für 60 aus, ohne Kaufoption. 2 Jahre. Zack, da hätten wir schon mal einen. So, dann gucken wir mal, was wir bei 60 noch ausbilden können für den Verein. Die brauchen ja unbedingt Laien. Warum sollte ich das nicht nutzen? Also eine hängende Spitze hätten wir jetzt schon mal. Dann hätten wir den als Ersatzspieler. Einen defensiven holen wir schon. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da möglichst nur einen kriegen. Wie sieht es denn hier in der zweiten Mannschaft aus? Der Letzi wäre einer. Natürlich viele hochgegangen. Letzi kann, glaube ich, auch defensiv. Naja, nicht so gut. Wie war das? Gucken wir mal in der ersten Mannschaft. Da waren ja auch viel zu viele Spieler. Baunach natürlich nicht. Planer auch nicht. Das ist zu teuer. Esser genauso. Schopf, Krings. Wir könnten versuchen, noch Eckhardt hier auszuleihen, Julian. Links außen. AG kann man nur kaufen. Was wird der denn kosten? Rechts hätten wir halt einen. Teska kann, glaube ich, auch beide Seiten spielen. Hier.
Versuchen wir bei dem dann nochmal eine Anfrage. Ne, 18 Millionen, das können wir nicht stemmen. Zum Kaufen sind die einfach zu teuer, die Jungs. Können wir Shop nochmal ausleihen? Nein. Da kommen jetzt natürlich Top-Spieler auf den Markt, die wir uns nicht leisten können. Okay, erste Mannschaft brauchen wir gar nicht erst gucken. Vielleicht können wir hier noch was leihen. Lass uns verstärken. Im defensiven Mittelfeld wäre noch einer gut. Wer konnte das denn hier nochmal? Kann der das? Versuchen wir es mal auf gut Glück. Ein Jahr. Mal ausprobieren. Uras hat eine super Saison gespielt. Artig. Hätten wir den vielleicht ausgeliehen? Das ist wertvoll. Arbeiter vielleicht. Sehr gut. Ich weiß, das ist für Bremen jetzt nicht so gut, wenn wir so viele Spieler ausleihen. Aber ich muss jetzt kurzfristig die Mannschaftsstärke hochheben, damit wir zumindest in der Liga gut mitspielen können, weil so ist die Mannschaft viel zu schwach. Und 60 kann es ja gebrauchen, wenn die Spieler beim Ex-Trainer, wo sie wissen, dass sie gut ausgebildet werden, häufig spielen. Ich würde sagen, Innenverteidiger täte uns auch noch gut. Aber das schauen wir dann mal. Jetzt starten wir erstmal in die Saison. Ich bin sehr gespannt, wie die ausgeht. Das erste Trainingslager, da gehen wir natürlich voll auf Taktik. Die müssen wir den Bremern jetzt erstmal beibringen und Teamwork. Ja, unsere Saisonziele werden wir erreichen. Wir werden nicht absteigen. Disziplin, tolle Stimmung und ich werde dem Verein treu bleiben. Wir wollen hier was erreichen zusammen. International, das ist mir zu risikohaft. Da gibt es so starke Mannschaften in Deutschland. Das erste Trainingsspiel für Werder Bremen im Trainingslager. Es hat sich einiges getan in der Woche. Ich habe erstmal die zweite Mannschaft hochgezogen, die talentierten Spieler aus der zweiten. Dann haben wir noch einen Engländer hier geholt. Der soll unser Team verstärken. Ein bisschen Erfahrung bringen im Mittelfeld. Für Grilic kommt er mal ins Team. Ich glaub, bei dem muss ich aber noch Dolmetscher anstellen, genau. Ich gehe nochmal schnell die ganze Mannschaft durch, das habe ich vorhin vergessen. Nachdem ich die ganzen Spieler geholt hatte, ob da noch irgendeiner... Ne, ist nur der eine, der einen Dolmetscher braucht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mit der Mannschaft mal in das Spiel. Vorher aber noch... Hier, Pressekonferenz oder Webseite. Der ist schon ganz schön stark. Oh, mal Webseite enttäuschend. Ah, das war nicht gut. Hauptsponsor unterstützt ist mit 210, das ist gut. Die Mitarbeiter sind alle da. Und Fretschows ist auch noch gewechselt. Der linke Verteidiger, für fast 1 Million, sondern haben sie ein Geld eingenommen, können uns noch einen Transfer leisten. Wenn ich jetzt sehe, auf einer Position, das klappt so gar nicht. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Und hier werdet ihr jeden Zentimeter Platz zum Graben. Vorher werde ich auch noch in die Taktik gehen. Da wie immer die Sachen ändern. Und hier Vollgas geben fürs Trainingsspiel. Das klappt doch wunderbar. Super, Stimmung erhält sich. Was gewinnen wir das Ding? Ja, da würde ich dann doch die Ersatzspieler jetzt reinbringen. Den Torwart nach vorne stellen, damit er vielleicht auch ein Tor schießt. Üskin würde ich im Mittelfeld einsetzen, damit der gute Note kriegt. Das hatte ich eben getan, genau. Dunkel kommt für Sahin rein. Der spielt dort. Der darf dahin und Fredel darf auch noch rein. Ja, einen weiteren Stürmer könnte man vielleicht noch gebrauchen für Fredel. Er ist zu schwach für Bremen.
Sollen wir uns vielleicht nochmal nach neuen Stürmer umgucken? Zweite Hälfte. 12-0 im Testspiel. Ja, die wollen es aber wissen. Sehr gutes Spiel der Mannschaft. Alex Winter mit 3 Toren. Die Leihgabe aus München. Das hat wunderbar geklappt. Nächste Trainingsspiel für die Bremer. Das zweite im Regen leider. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier noch wen geholt. Zwei Leute, einen von 60, der da eh nicht zu Einsätzen kommen wird, der wird unsere Jugend verstärken. Und einen Schalker. 15 Millionen hat er gekostet als Leihgebühr. Und nochmal so viel, nämlich fast, also 18 noch mehr, also würde er kosten, wenn wir ihn kaufen wollen. Aber er ist eine Verstärkung, ist deutlich stärker als Fredel, für den er jetzt auf die Bank kommt. Deutsch kann er schon. Ich hoffe, der ist eine gute Verstärkung für uns. Und Fredel, ja, mal gucken, was wir mit ihm machen. Gut, New Center, neue Sache. Kevin Malgeet. Oh. Klar, versuchen wir das. Und dann gehen wir jetzt erstmal ins Testspiel. Gegen Orbi. Kämpft um jeden Ball. Taktik stellen wir wieder ähnlich ein, wie sonst auch. In Testspielen. Und dann geht das hier los. 4-0 zur Pause ist in Ordnung. Das sollte wieder einen Boost geben für die Stimmung, die ja echt mies war, als ich hier ankam. Haya. Ja, Obele muss raus. Der ist zu schlecht heute. Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Beiden würde ich auch gerne noch wechseln. Dann können wir den noch reinbringen und unseren neuen Torjäger auf rechts außen. Okay, Alex Winter geht nach vorn. Alex Winter trifft sogar. Sehr gut. 5-0. Schönes Testspiel. Samuel kriegt einen ordentlichen Formboost. Und die hat nur einen Schuss aufs Tor. Das ist auch vertretbar. Trainingslager beendet, da haben einige aber ordentlich dazugelegt. Hier zum Beispiel Lukas Meder 3 plus beim Antritt. Oder Maximilian Braun 2 plus auch beim Antritt. Und jetzt geht's nach Sylt. Da auf jeden Fall Teamwork und Taktik. Den Rest noch. Den Rest stecken wir in individuelle Fähigkeiten. Und wir haben das dritte Testspiel. Diesmal in Deutschland. Alex Winter hat ganz schön das frische Problem. Was ist da los? Höherer Liga spielen. Wir spielen nur in der ersten Liga. Ja, Grilic. Weiß ich nicht, was ich mit dir machen soll. Schauen wir mal. Bist leider jetzt erst gekommen. Für 8 Millionen auch noch. Das war ein Fehleinkauf. Schauen wir mal. Oh, Schalke bietet mit. Wir haben noch genug in der Kriegskasse, wir können noch mitbieten. Oh, das letzte, die letzte Saison. Wir sind auf 97 gesprungen durch den hohen Gewinn. Wir haben ja 1% abbekommen vom Kuchen. Gut, gehen wir rein ins dritte Testspiel und wir verlieren das heute nicht. Wieder in die Taktik. Und 1-0 Winter, jawohl. Die Frische stimmt überhaupt nicht bei einigen Spielern. Vor allem Winter. Er muss hier raus. Was ist denn da los? Auch den müssen wir rausnehmen. Jopek geht auch raus. Da kommt der Torwart rein. Dann wechseln wir hier nochmal durch. Der Schein scheint ein echt guter Spieler zu sein. Er darf nach vorn. Ich kann Siegtorsson. Ne, kann er nicht. Dann lassen wir es so. Oder, Moment. Kann ich vielleicht ihn mit ihm wechseln? Das geht schon. Zweite Hälfte. Florian Dunkel trifft gleich als Rechtsaußen. Wir bewahren die Ruhe. Vernünftig. 4-0 gewonnen. Schönes Testspiel. Auch die Saison kann, glaube ich, kommen. Und das Jugendturnier.
Bremen wird Dritter. 60 gewinnt das mit den ganzen Supertalenten da in der Jugend. Der Wahnsinn. Und das Testspiel gegen die Kickers. Das letzte ist es, glaube ich. Ja, ich muss Winter mal rausnehmen. Der ist irgendwie völlig erschöpft, kommt gar nicht klar mit dem ganzen Training. Stefan Degen hat ein Angebot von VfB. Akzeptiert das Angebot und dann müssen wir am Ende rüber und runterschieben. Und der kommt zu uns. Oh, super. 7 Talentsterne, gutes Talent. Jonas Fedel wechselt noch. Wir müssen also noch 7 Millionen knapp einnehmen, damit wir uns den Stürmer, den Schalker Stürmer, das 9er Talent leisten können. Aber erstmal jetzt das Spiel gegen Stuttgarter Kickers. Ich kann nochmal die Jugend zeigen, da hatte ich jetzt erst gerade wieder welche rausgeschmissen, es kommen immer mal wieder welche dazu. Oder schon wieder einer. 2 Stück, die nach Hause können. Aber sind schon ein paar 7-Sterne-Talente dazugekommen, die haben zwar nicht so eine hohe Stärke. Aber wichtig ist mir erstmal den Talentschnitt zu steigern. Gut, nächstes Spiel gegen die Kickers. Ihr geht raus, spielt auch nicht Fußball. Jerome wird das schon managen hier. Jerome ist für die Sachen zuständig. Toni Kroos verteilt die Trainingsziele, die ich nicht verteilt habe. Ich mache das nur bei Spielern, die mir sehr wichtig sind. Ansonsten ist mir das zu viel Klickarbeit. Dann können wir jetzt hier nochmal wechseln. Der braucht dringend mal eine Pause eigentlich, aber er geht nach vorn. Dunkel rein, dann für Jopek der Torwart, damit der eine gute Form kriegt hier, unser Keeper. Bringen wir ihn noch rein. Hinten haben wir auch noch Platz, da kann er rein. Akai. Winter kommt diesmal nicht rein. Zweite Hälfte. 5-0, 6-0, Murat in Topform. 6-0 gegen die Kickers. Trainingslager beendet. Diesmal nicht mehr so viel bei den Fähigkeiten, aber Teamwork ist natürlich wieder hochgegangen. Der Laktattest. Da mache ich mal hurtig. Ultra fix. Alex Winter trainierte nach Feierabend endlich mehr Fitness. Der muss fit werden für die neue Saison. Den brauchen wir unbedingt. Ja, das war der erste Teil der Vorbereitung. Der Juli ist vorbei. Die Vorbereitung fand ich schon recht gut. Stimmung haben wir schon hochgebracht durch unsere ganzen Testspiele. Alle gewonnen, alle hochgewonnen. Dadurch von, ich glaube, Stimmung 3 oder 2 auf 14. Damit kann das Pokalspiel jetzt gegen Erfurt kommen. Wolfsburg, wie man sieht, ist immer noch eine Herausforderung. Die Spiele werden schwierig gegen Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Schalke, 60. Das sind so die Top-Mannschaften der Liga zurzeit. Aber mir wird es ja reichen, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Erstmal für dieses Jahr. Und damit Verstärkung vielleicht nächste Saison schon im internationalen Bereich vielleicht eindringen. Ja. Ich hoffe, euch macht dieses hier weiter Spaß, auch mit Bremen, wenn wir nicht mehr über 60 sind. Ich könnte jetzt nochmal gucken, was bei 60 passiert ist, wer da noch im Kader steht. Gucken wir mal auf die Transfers. 280 Millionen haben sie eingenommen. Neumann für 44 nach Bayern verkauft. Burkhardt. Natürlich die Top-Talente aus der Jugend. Aber da haben sie nochmal ordentlich Geld eingenommen. Gucci für 77 Millionen nach Madrid. Ich mach mal auf Östen. Schopf nach Leipzig. Auch ein Top-Talent in der Innenverteidigung. Wir haben uns ein paar geholt, 4 Stück. Aber davon kommen 3 zurück. Und Düşkün darf zurück, wenn ihn 60 braucht. Da kamen noch einige Spieler dann zurück. Da werden noch ein paar abgeben. Oh Gott. Das ist die ganze erste Elf, wo Anfragen einkommen. Na, ich bin gespannt, mit welcher Mannschaft die in die neue Saison dann gehen. Wer alles da bleibt. Bisher scheint es, dass die erste Mannschaft zusammengeblieben ist. Aber zumindest bisher. Auch Maldini ist noch da. Ich hoffe einfach, die bleibt so zusammen, die Mannschaft, und kann so in die Saison starten dann.